Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde The Long Dark Tales from the Far Territory. Wir sind hier ein bisschen vom Wolf belagert und jetzt müssen wir uns dem Angriff stellen. Verstauchter Knöchel, Blutverlust. Das müssen wir heilen. Blutverlust. Achso, wo muss ich da hin? Ins Inventar. Ja. Wolfsbiss, Blutverlust. Erstmal ein Verband. Und was bei einem Wolfsbiss immer wichtig ist, ist Infektionsrisiko. Und da hatte ich heute schon vom, ne, gestern vom Antiseptikum geredet. Und da haben wir das auch geheilt. Schmerzen sind jetzt nicht das große Problem, verstauchter Knöchel auch nicht. Wir haben den Wolf erstmal in die Flucht geschlagen, ist eine riesengroße Blutlache. Ich weiß gar nicht, ob es meine Klamotten... Ne, das sieht man hier drinnen besser. Der Wollpullover hat nur noch 37%, er hat ein bisschen was abgekriegt. Ah, gehen wir doch mal hier schnell durch. Die Mütze ist okay. Oder war der vorher schon so? Nee. Aber das ist doch eigentlich die innere Schicht hier. Das ist doch die äußere. Ah, okay. Gut. Wir haben den Wolf mit dem Messer verletzt. Das sind die Blutspuren. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass er stirbt. Ich gehe ihm nicht hinterher, auch wenn es gerade so aussieht. Das ist ein Kaninchen. Wir gehen bloß zufällig in die gleiche Richtung. Wir sind übrigens die Kaninchenkadaver. Den hat er mitgenommen. Sind die Spuren weg? Ne, da sind sie noch. Das sind die Blutspuren. Das ist neu. Ja, wenn wir die Blutspuren finden würden, die verschwinden aber relativ schnell. Das ist leider so. Das heißt, wenn man da nicht sofort sich auf den Weg macht. Weil sonst könnte man den Wolf, wenn er es nicht überlebt hat, eventuell finden. Den Wolf. Kadaver und könnten den auch noch ausnehmen, hätten einen Wolfspelz und das Fleisch. Da ist ein Reh. Ja, keine Ahnung, wo er hingelaufen ist. Wir haben leider die Spur verloren. Wie gesagt, die Blutspuren verlieren sich immer relativ schnell. Das stimmt, da kann natürlich auch irgendwo da hochgerannt sein. Gut, wir werden es nie erfahren. Wenn wir jetzt nicht zufällig irgendwo auf der Eisfläche liegen sehen, dann haben wir es halt vergeigt. Ja, rede, ich will nichts von dir. Ich lass dich leben. Ja, warte mal, wo müssen wir hin? Da vorne. Genau, da hinten sind die Hütten, da wollen wir nicht hin. Gut, jetzt sind wir verletzt. Wir haben Fleisch, Rehfleisch. Wir können natürlich zu seiner Fischerhütte gehen und mal angeln. Geangelt haben wir noch gar nicht. Ich habe geguckt, ob dort hinten vielleicht irgendwo der Wolf liegt. Ja, das ist blöd. Also, das heißt blöd, das ist schade drum. Man muss wirklich geschafft haben, ihn so schwer zu verletzen, dass er gestorben ist. Dann haben wir jetzt leider seine
sein Fleisch und sein Fell nicht bekommen. Viel wichtiger ist aber, dass wir unversehrt sind. So, da sind wir. Wir könnten jetzt ein Feuer machen, das brauchen wir nicht. Wir können uns aber mal ein Loch ins Eis hacken. Und dann machen wir mal was ganz was Neues. Wir angeln. Das Angeln soll wohl auch überarbeitet worden sein. I can barely walk with this much gear. Schade. Na, einen Versuch machen wir noch. Gut, zwei Fische. Schmerzen sind geheilt. Seht ihr jemanden Wolf? Da steht ein Reh. Kein Wolf. Ein bisschen Schnee. Und wir humpeln uns durch die Gegend. Jetzt sind wir tatsächlich in der Situation, dass wir relativ langsam sind. Zum einen haben wir einen verstauchten Knöchel, zum anderen sind wir massiv überladen. Das klären wir aber, sodass wir die nächsten Tage dann wieder lotter unterwegs sind. Kein Wolf da, das ist gut. Trotzdem ist das nicht das Mittel der Wahl, so eine direkte Konfrontation, wie wir es gerade hatten. Ließ sich kaum anders machen, ohne einen riesen Umweg zu gehen. Und selbst bei dem Umweg hat man das Risiko gehabt, dass wir dort einem Wolf begegnen. Deshalb habe ich es in Kauf genommen, auch mit dem Wissen, dass ich ein Messer dabei habe. Und wir damit den Wolf ganz gut abwehren können und vor allen Dingen stark verletzen können, sodass er möglicherweise eben dann irgendwo in der Wildnis stirbt. Dann müssen wir mal schauen, was wir jetzt als nächstes angehen. Wir könnten nochmal zum Damm, in den unteren Damm, schauen, ob was wir dort finden, vor allem auch das Essen, die Nahrung, oder ob wir uns die einfach lassen für den Fall, dass wir mal rüber ins idyllische Tal wollen. Und ich weiß aber nicht, ob ich mich schon gewappnet fühle, ins trostlose Marschland, da hört man schon wieder einen Wolf, ins trostlose Marschland zu gehen und dann an die beschädigte Bahnstrecke. Auch da kenne ich die Regionen einigermaßen und weiß, was uns dort erwartet. Und deshalb halt die Frage, ob das wirklich schon unser Ziel sein sollte. Das überlege ich mir aber in aller Ruhe. So. Man muss das nicht einzeln hinlegen, ne? Man kann das auch alles auf einen Haufen übereinander gelegt lassen. Ich sortiere es gerne, damit ich besser sehe, was ich an Material habe und wie weit das ist. Ne? Dass ich ja sehe, okay, die sind schon zur Hälfte getrocknet. Die Därme, einige auch und einige sind halt ganz frisch. Gut. Dann packen wir mal ein bisschen was hier rein, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Antiseptikum haben wir einmal benutzt. Das sind 5 Anwendungen pro Flasche und die wird dann dadurch auch leichter. Ne? Man sieht das. Deshalb, das können wir hier lassen. Antibiotika lassen wir auch an, eine Schachtel hier. Und natürlich Schmerzmittel. Da habt ihr ja gesehen, dass wir das einfach aushalten. Gut, das kochen wir dann irgendwann. Achso, das eine rübergenommen. Albern. Gut, brauchen wir die Wasserreinigungstabletten überhaupt? Naja. Die Notfallspritze lasse ich auch mal eine hier. Ist halt wirklich nur für den Notfall. So, was haben wir denn jetzt hier? Neset können wir noch hier lassen, das ist sehr gut. Das Werkzeug lassen wir mal auch hier. Das
können wir, glaube ich, sowieso nur an der Werkbank gebrauchen, oder? Vielleicht nicht. Das ist dunkel. Wird das schon wieder dunkel? Das ist ja unglaublich. So, haben wir auch wieder eine ganze Menge Gewicht gespart. Das schaffen wir nach oben, die Munition. Haben wir sonst noch die Pfeilspitze, können wir hier lassen. Irgendwann werden wir, haben wir jetzt schon zwei, werden wir uns auch Pfeile bauen können. Apropos, wir können mal gucken, das Messer 92%, okay, brauchen wir noch nicht wieder Herrn anschleifen. Und jetzt hat er Hunger, habt ihr das gehört? Brummt der Magen. Jetzt wird es auch schon wieder dunkel, da ist es schon wieder gar nicht so spannend zum Zugucken. Deshalb würde ich sagen, wurschtel ich mich jetzt alleine zurecht, essen, trinken, na, wir werden den Ofen anmachen, werden uns das Fleisch braten, werden noch ein bisschen Wasser schmelzen, wobei wir dann auch schon noch eine ganze Menge haben. Und noch ein bisschen die Ausrüstung reparieren und schlafen. Und dann sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Morgen in-game, heute in der Folge. Also bis gleich. Und damit willkommen zurück. Die Nacht ist vorbei und wer sich unten links unsere Werte anschaut, sieht, dass wir nicht so richtig ausgeschlafen sind. Das lag schlicht und ergreifend daran, dass wieder eine Aurora war. Es war wieder Nordlicht. Und das haben wir natürlich genutzt, wenn es schon mal hell ist nachts. Dummerweise geht das dann immer zu Lasten der Müdigkeit. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich fleißig gekocht. Da haben sich auch unsere Werte nochmal verbessert. Beim Kochen sind wir jetzt schon bei 50% ungefähr. Und ich habe noch ein bisschen geflickt. Dazu dann gleich mehr. Wir haben im Inventar das Fleisch habe ich schon verspeist vom Reh, aber die Fische habe ich mal noch nicht gegessen, weil das ganz interessant ist, dass man es mal sieht. Die haben also ein wahnsinniges schlechtes Verhältnis zwischen Gewicht und Kalorien, die die Fische bringen. Also wenn man sich hier mit Fisch, da kann man sich totschleppen und wenn man es isst, ist man trotzdem noch nie satt. Das ist hier im Spiel halt so geregelt. Damit muss man irgendwie klarkommen. Und dann wundert man sich auch nie, dass da so einen ganzen Fisch mit einem mal verspeist, weg ist er und den zweiten gleich hinterher. Und da gibt es noch einen Schluck Wasser zum Nachspülen. Fisch soll ja bekanntlich schwimmen. Das kann er jetzt im Magen weitermachen. Gut. Das dazu bei dem Fähigkeitenbuch. Da sind wir bei 6 von 10 Stunden. Die müssen wir also noch irgendwann erforschen. Das mache ich halt nebenbei mit. Ich könnte jetzt mich auch einen Tag hier in der Ecke setzen und das machen. Aber das ist nicht Sinn und Zweck. Ja. Ansonsten habe ich ein bisschen aussortiert. Das ist in Ordnung so. Ein Buch kannst du mal noch hier lassen. Zwei Bücher reichen. Den Pfeil sehe ich gerade, den lassen wir auch hier. Aber hier irgendwo den Bogen. Mit 26% möchte ich das nicht. Den lasse ich auch erstmal hier. Die anderen Bücher habe ich dabei ja reingelegt. Die hole ich mir dann, wenn ich sie brauche. Gut, ansonsten haben wir das nächste gefunden. Brandbeschleuniger brauchen wir auch nicht so übermäßig viel mitschleppen. Das ist nur für den Notfall, dass wir uns mal schnell ein Feuer machen können. Ja, jetzt aber wirklich sind wir im Großen und Ganzen bereit aufzubrechen. Gut, das kann ich noch unten wegräumen. Und das kann ich auch noch unten wegräumen. Alles klar. So, wo wollen wir denn hin? Ich habe eine Idee. Und da das nicht allzu weit weg ist,
Schlafe ich mal noch ein Stündchen. Oh, ich wollte gerade sagen, ist er jetzt im Bett gestorben? Ein Herzinfarkt oder so? Nee, ganz einfach, damit wir unsere Müdigkeit ein bisschen mal sortiert bekommen. So, was wollte ich hier reinräumen? Ich hatte gesagt, das brauche ich jetzt nicht unterwegs. Und ich brauche auch nicht 14 Stoff. Okay, mehr passt nicht rein. Dann ist der Schrank voll. Die Werkbank, das ist nicht so überragend gut, weil ich wollte auch noch das hier lassen. Passt nicht. Na doch, dann gib mir mal noch einen Stoff zurück. Lass mal stattdessen das hier. Gut. Ja, ist halt so. Die 30 Kilo, na gut, ein bisschen was vom Essen und Trinken verbrauchen wir unterwegs noch. Ah, läuft. Dann geht's los. Wie sieht's hier aus? Nochmal ein Blick. Ja, wird trockener, passt. Dann machen wir heute einen kurzen Ausflug. Was heißt kurz? Wird uns trotzdem eine ganze Weile beschäftigen, denke ich. Wir gehen mal da hoch zu dem Aussichtsturm. Wenn uns nicht der Wolf unterwegs auffrisst. Also es ist immer noch wahnsinnig kalt jetzt. Zum Glück haben wir noch mal eine Stunde geschlafen, sind nicht gleich zum Sonnenaufgang los. Vielleicht muss ich mir auch angewöhnen, dass ich vorm Schlafen gehen noch einen Tee trinke, einen Kräutertee. Dann nämlich haben wir eine höhere Regeneration der Werte und können mit kürzer schlafen mehr Müdigkeit wegbekommen. Eieieiei. Der ist aber nah, der Wolf. Wo geht er denn hin? Kann sein, dass wir den Plan ändern müssen. Habe ich mich ganz schön erschrocken, weil ich jetzt erstmal lokalisieren musste. Da hat uns doch der Wolf entdeckt, der dort gerade so weit weg war. Hätte ich nie gedacht, dass wir schon nah genug ran sind, dass er uns entdeckt. Da ist er wieder. Ja, blöd jetzt. Dieser Ausflug ist ins Wasser gefallen. Wir schnüffeln doch gar nicht. Wir haben doch gar keine. Ja, es gibt übrigens noch einen zweiten Eingang hier hinten. Dann sind wir direkt an der Werkbank. Ja, das war jetzt absolut Nullnummer. Weiß ich nicht, wie lange wir warten müssen, bis der Wolf da draußen weg ist. Ärgerlich, ärgerlich. Wie kommen wir sonst dort hoch? Na, müssen wir mal sehen, dass wir einen Tag erwischen, wo dort kein Wolf ist. Da würde ich nämlich gern noch hingehen. Und dann müssten wir eigentlich noch mal in den Damm runter. Da hinten kann aber auch ein Wolf sein. Das haben wir vorher erlebt. Weiß nicht, ob wir den getötet haben und wie schnell der respawnt. Gut. Mist. Also gut, Leute, das wird heute nichts. Verdammt. So ein Wolf kann einen ganz schönen Strich durch die Rechnung machen. Legen wir uns nochmal hin, schlafen nochmal ein Stündchen. Und dann probieren wir es nochmal in der Hoffnung, dass er dann weg ist. Und dann können wir ja uns auch nochmal auf den Weg zum Damm machen. Das war zwar nicht der ursprüngliche Plan, weil ich gerne nochmal da hochgegangen wäre, aber nicht mit Wolf an. Auf den Fersen. Oder wollen wir mal gucken, ob er weg ist? Komm, einen Versuch machen wir.
Offensichtlich verfolgen sie uns ja erstmal nur. Bis jetzt hatte uns nur einer angegriffen. Dem haben wir es allerdings auch leicht gemacht. Erstens haben wir nach frischem Reh gerochen. Doch, da ist er. Das sind zwei Wölfe sogar da hinten. Erstens haben wir nach frischem Reh gerochen gehabt und zweitens hatten wir uns ja nicht bewegt, wir sind ja nicht weggelaufen. So, die Frage ist, wittert er uns oder wittert er uns nicht? Wenn uns einer von beiden wittert, wittern uns beide. Ey, nee, guck mal, da kommen wir nie vorbei. Gute Nachricht ist, wir müssen nicht dahin. Wir legen uns die Ziele selber fest. Nochmal zur Jägerhütte braucht man auch nicht. Hütte des Pelzjägers. Wobei wir von dort losgelaufen. Kommen wir aber auch nicht da hoch. Das ist schon von hier der beste Weg. Von dort? Och ne, Leute. Wo kommst denn du jetzt her? Gut. Das ist sehr schade. Aber wir kommen so nicht los, wenn wir direkt vom Wolf verfolgt werden. Außer wir riskieren unsere Gesundheit, unser Leben und unsere Ausrüstung, weil wenn wir vom Wolf angegriffen werden, kann er uns auch die Klamotten kaputt machen. Jo, das hilft jetzt alles nichts. Da brauche ich jetzt auch nicht weiter rumobern und rumprobieren, bis es vielleicht doch irgendwie klappt. Dann sind wir heute mit der Folge mal ein bisschen schneller durch. Werden uns den Tag hier in unserem Lagerbüro irgendwie vertreiben. Da kann ich halt noch ein bisschen mich ausruhen und ein paar Fähigkeitenbücher lesen. Und dann probieren wir es morgen nochmal. Entweder hoch zum Aussichtsturm oder nochmal zum Staudamm. Das werden wir morgen sehen. Für heute bedanke ich mich erstmal ganz herzlich fürs Zusehen, verabschiede mich und bis morgen.